Also, Zahl und Programmierung. Ich habe die ganze Zeit gewusst, dass Yvonne Waldraff meine nächste Station wird sein. Ich habe mich aber irgendwie lange dagegen gewehrt. Es ist aber immer wieder der Impuls gekommen, Yvonne Waldraff, geh zu ihr, mach das, löse das ab. Meine Partnerin, die auch sehr hellsichtig ist, hat das die ganze Zeit gesagt und war vorher auch bei ihr gewesen, ein Jahr voran. Ich habe das immer so ein bisschen vor mir geschoben und als ich da war, endlich einen Termin gemacht habe, war es wunderbar gewesen. Wir sind angesessen, ich bin angelegen und es war ein wunderbarer Moment gewesen, wo ich mich anlassen konnte. Und plötzlich, wo Yvonne dann angefangen hat mit der Fragestellung, wie hast du dich gefühlt im Bauch, als Embryo im ersten Monat und so weiter, habe ich gemerkt, so ein Widerstand. Wirklich, so etwas ist in mir raufgekommen. Und ich habe es dann ihr dann auch gesagt und dann hat sie so etwas wie, ja, das ist etwas noch nie erlebt. Das war so wie ein Exorzismus. Es war eine Teufelsaustreibung förmlich. Ich hatte riesige Gestalten, riesige Dämonen, Teufelsgestalten, die eigentlich mir so wie bei Ghostbusters auf der Schulter gesessen sind. Und die kleine Yvonne Waldraff, so wie ein kleiner positiver spiritueller Hooligan, ist auf die Gestalten losgegangen, zuerst auf Schweizerdeutsch, dann mit irgendetwas Schamanischem, das ich nicht verstanden habe, irgendwie Light Language. Aber es hat wunderbar getönt und sie hat sich so für mich ins Zeug gelegt. Ich habe das einen wunderbaren Moment gefunden. Und es war extrem intensiv gewesen, der Kampf. Es war praktisch eine spirituelle Schlägerei gewesen. Also ich kann das nicht mit Worten wiedergeben, was ich dort empfunden und gesehen habe und was Yvonne für mich gemacht hat dort in dem Moment. Sie hat sich in die Schlacht gestürzt und hat die Figuren in die Flucht geschlagen, förmlich. Und die sind auch bis jetzt nicht mehr auftaucht und die werden dann nicht mehr auftauchen. Ich bin unglaublich viel leichter. Es ist unglaublich, was passiert ist. Transformation. Und ist dann wirklich jede Zelle neu programmiert worden. Ich habe mir jede Zelle vorgestellt, als wäre es das Publikum. Und ich bin auf der Bühne und habe mit diesen Zellen geschafft und habe sie Licht gemacht, lichter, als sie vorher waren. Und jetzt sind sie am Glühen und am Leuchten. Das war wunderbar. Ich danke Yvonne Waldraff für den Liebesdienst. Es war eine wunderbare Erfahrung. Und ich würde sagen, life-changing. So wie sie es angekündigt hat. Life-changing. Merci vielmals.